Herzlich willkommen zur Omni 2 im Unwetter. Ja, ich habe mal ein Unwetter gemacht, sieht man ja auch, die Wolken rasen schnell, hier blauer Himmel und überall anders, da regnet es, ich mal dunkel, alles mögliche drum und dran. Ja, oh, ich habe noch vergessen, die Leute mal rauszujagen. Ja, ich habe gerade nochmal von neu gestartet, ich habe sehr viele Fehler auf einmal gemacht. Ich wollte die 380 fahren und habe dann am Ende sehr viele Fehler gemacht. Als erstes, da hier ist ein Bus, in der älteren Variante, sieht man ja auch von hier, der ist eigentlich im Paket ja dabei gewesen vom, also bei OMS 2 von dem Mann dabei gewesen, wurde als Update dann moderner ausgestattet, hier halt eben mit mehreren Türen, besseren Sitzen, ähnelt ein bisschen den Bus, MAN Bus, den MAN Stadtbus Familien Add-on. So, kann man ja auch erkennen, sieht zwar, denkt man, könnte ja auch alles bewegen, stimmt aber nicht, ansonsten sieht ziemlich ähnlich eigentlich aus. Jedenfalls dann hat es irgendwie meinen Fuhrpark gehabt und eigentlich nie gesehen, weil ich immer mich auf andere Sachen konzentriert habe, deswegen dachte ich mir mal, nehmen wir jetzt mal. So, und wir fahren jetzt hier die Linie 380, die ich aber hier noch richtig machen muss hier. Die Route lassen wir mal, weil die stimmt irgendwie nicht, habe ich gerade herausgefunden. Wir fahren die Haltestellen an, die hat da gar nicht auf dem Routending dran. Ab Pottenorn kann man vielleicht machen irgendwie. Ich halt aber trotzdem aber durch, auch wenn die Haltestellen nicht richtig sind. So. Dann fahren wir mal los. Also wie gesagt, ich habe halt die Videos immer gemacht. Aber ich bin halt wieder reinkommen. Erst habe ich erfahren, weil ich dachte irgendwie, ich wüsste die Route doch auswendig, aber dann gab es wohl doch einen Unterschied zwischen 380 und 381, ein kleiner. Den zeige ich auch euch gleich. Ich schwinge gleich jetzt einfach hier mal alles an. Türen haben auch einen tollen Sound. Wunderschönen guten Abend. Moin, moin. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe Bildschirmaufnahme gemacht. Tageskarte bitte. Nee. Oder was machst du? Na? Wie das? Auch nicht. Okay. Mal gucken, wie ich die einstelle. Eine Tageskarte. Ich habe ganz Geld eigentlich am Ticket. Nein, da kann ich keine Tage. Hoch. Oh, hier unten kommt's raus. Wie sieht's aus mit dem Ticket? Dann wollen wir mal richtig mal starten. Ich habe erstmal Klartek wieder rausgesucht, weil die ganzen anderen Maps, wo ich eigentlich mal euch was zeigen wollte, irgendwie ein paar Probleme aufgekommen sind. Ich habe mal eine neue Map installiert und da habe ich Texturen wahrscheinlich in den falschen Ordner geschoben. Und habe sie irgendwie gesucht und habe dabei ganz irgendwas nicht mitgelöscht, wie ich das da rauslöschen wollte. Und seitdem irgendwie kind in einigen Maps auf einmal das Problem, dass ich da weiche Stellen habe. Also hier zum Beispiel diese Inseln, die da hinten auf der mit der Fast Treiben sind statt grün. Ich fahre rechts rum und dann links rum. Das sieht natürlich alles aus. Oh nein. War ja gar nicht. So. Und deswegen, ich wollte euch natürlich jetzt nicht irgendwie zeigen, wie auf was für eine Map ich fahre, die irgendwie nur weich ist. Nächste Haltestelle. Wildenbruchstraße. Ja, die Haltestelle bestimmt nicht. Die gibt es wohl nicht, die 380. Aber ich mache mal so lange wahrscheinlich am Ende dann, wenn es 380 und 381 wieder zusammenführen, dann ich bestimmt auch die Haltestellen gleich möchte. Deswegen mag einfach mal die falschen Haltestellen ansagen rein. Und wie ihr auch gesehen habt, mache ich im Wechsel mal die Omni 2 und Postmodell 2016, weil ich gerne mal versuchen möchte, mal zu demnächst alle Aufgaben des Fahrers mal zu präsentieren, die man da zu machen hat. Und danach kann man auch gucken, ob ich das dann weiterführe oder nicht. Bis dahin kann ich dann auch nach den Informationen über Postmodell 2016 mache ich dann nächste Woche, dann wenn ihr nächste Woche das dann wieder sieht.
ins Gleiche. Ah, weil ja machen kann, weil Tofen ist nicht kaputt. Also ich sag immer kaputt dazu, wenn irgendwie was nicht so gehört, wie ich muss. Aber ich wollte ja mal die klitzekleinen Linien mit Extremfahrt machen. Mit Van Hool AGG 300 durch die Engelsdorf dann durch. Das mache ich mal, ja. Also nächste Woche dann Busmann 2016 und danach machen wir wirklich Extremfahrt. Und mal gucken, vielleicht nimmt auch nur das Dorf auf oder sowas. Ne, ich denke, wir nehmen die ganze Linie auf, wenn so, wenn so, ne. Weil Hennen so wie ein bisschen anders als zurück. Das Video dauert eh noch. Also mal gucken, wie lange das Video dauert, wenn dann dauernd irgendwie hin und her fahren muss. Kann auch noch ein bisschen extrem machen und Koalition anmachen, dann wird man auch wirklich alles. Ja, das wird mal ein tolles Video machen. So. Wie gut das Video da gestartet habe, weil sonst hättet ihr was gesehen. Was falsch gesehen, wenn ich einfach weitergefahren wäre. Gibt es hier keine funktionierende Heizung? Können Sie ein bisschen heizen? Hallo. Die Anzeige fehlt. Oh ne. Hier ist die Anzeige. Mit aber so laut, deswegen macht man so wenig. Entschuldigung? Sie mal schaut. Ach, eine Tageskarte. Oh, schon wieder. Warum wollt ihr alle heute eine Tageskarte haben? Nächste Haltestelle, Kirchstraße. Ist alles falsch. Ich wollte nur mal wieder kommen, wiederholen. Mir fällt gerade ein, dass das Regenwetter habe ich schon mal gehabt damals mit dem Neoplan N416 oder wie der auch immer heißt. Da hat es auch den komischen Unwetter gehabt. Und auch in aller Brust irgendwie komisch. Aber ich wollte auch nicht ändern. Jedes Mal starte einfach ordentlich und will die eine Linie fahren und denke halt mal nicht dran, dass irgendwie ständig dasselbe Wetter da ist. Deswegen wollte ich da mal ein bisschen variieren. Hoppla, das war zu schnell. Ja, ich halte irgendwie jetzt, ich kann das aber so vorausplanen, den nächsten Monat wirklich wird nicht so das Video jetzt hier in Frankfurt geben. Weil, warum verbringe ich solche Sommer so machen wie alle anderen auch? Das Video über die Stundenfahrt in Aachen muss ich mal überlegen. Erstens irgendwie war mir Aachen wohl doch nicht so eine schöne Map inzwischen geworden. Komisch, aber ich glaube, ich muss mal probieren. Auf jeden Fall einen ganz normalen Bus wie jeder andere auch, aber ich muss mal testen, wie die so sind. Letztens, da gab es Probleme, wie ich einen anderen Bus genommen habe, komischerweise. Das war Fernlicht verständlich gewesen. Nächste Haltestelle, Grillo-Gymnasium. Und was noch für ein Projekt ich immer versucht habe zu machen, aber nicht hinbekommen habe, weil immer die, da vorne erst, bekommen habe, ich wollte mal wieder ein Real-Life-Video machen, aber die einigen Male, wo ich die Gelegenheit gehabt hätte, das wäre auf der Linie 1 wieder gewesen, die ich jetzt schon gemacht habe. Und derselbe Solaris-Bus. Wirklich genau dasselbe, weil wir haben noch ein ganz altes mit diesem Armaturenbrett, was man gerade sieht. Und ich wollte, wenn dann schon das andere Armaturenbrett aufnehmen, aber in der Phase, wo es um die Fahrer dürfen sich das Dashboard leider nicht aussuchen. Deswegen weshalb ist der Grund, weshalb noch kein Real-Life-Video gibt, einfach wieder der, dass ich zurzeit irgendwie weder Linie noch
Bus mit einer eingestimmt hat, ist völlig normal und die verschiedenen Brücke der HSB mal zeigen, wie man den Helm entfernen würde. Guten Tag. Jetzt sind wir auf derselben Linie wieder vorne, natürlich der spielzentrale Platz. Wie kommen wir eigentlich von rechts? Also die 381 wäre von rechts gekommen und fährt nach rechts. Also die würden hier stehen und würden dann hier vor und nach da hinten fahren. Die kann ich das mit der Maus machen. Stellt euch bestimmt nicht, dass ihr nur auf 720p macht und auf 1000, was. Da muss ich mich immer entscheiden, entweder höchste Auflösung, die es gibt, oder Mauszeiger. Und dann kommt auch immer aufs Bild drauf an. Ab und zu, wie hat es das Gefühl gehabt, dass, einmal, ich nämlich aufgenommen habe, auf einmal hat alles gespawnt und sobald ich die Videoaufnahme gestoppt habe, war wirklich ganz normal gewesen. Weil hier wirklich ganz viele Komponenten, die miteinander herumspielen, dass eine geht so und eine andere geht halt nur so. Und dann sagt man, nehmen wir mal das Hauslager zurück. Die kommen von da und fahren hier um die Ecke und dann da rein. Warum ist das Grillo-Gymnasium? Nee, Grillo-Straße. Moment. Nächste Haltestelle. Grillo-Straße. Ich wusste doch, jetzt ist nicht alles die Gymnasium. Ich hoffe, euch gefällt und Unwetter oder wollt ihr lieber wieder ein ganz normales Wetter haben? Also ich würde lieber über das Linkwerk wieder Schmuddelwetter machen, anstatt sich Unwetter, wo es mal hell und dunkel ist. Kommst du, hast du die gerade untergestellt? Nee. Ich habe sieben Minuten Verspätung geht. Muss ich auch so vorne auf der Strecke, die geht jetzt nur geradeaus und wieder rausholen. Ich habe noch keine Haltestelle. Ich blicke nicht durch in Gelsenkirchen. Ich blicke überhaupt nicht durch. Und hier ist nur eine Haltestelle für... Ich blicke nicht durch. Hallo Leute. Habt ihr angefangen, jetzt im Wetter zu fahren oder was? Wollen wir die Grillo-Straße? Ja. War für ein Top-Glück. Die Mädchen auch übrigens auf 0,5 Minuten runtergegangen. Falls jemand nach oben nicht erkennen kann, weil er auch ein Handy vielleicht guckt. Liebes Wetter, hör auf, an das Licht ein- und auszuschalten. Ich mache dieses Wetter nie wieder. Ich verlinke vielleicht noch dort unten mal am Ende noch das Video mit dem anderen Unwetter mit dem in Cutback. Unwetter ist immer noch ein Cutback, ne? Mensch. Da will ich auch gar nicht, da kann ich auch wieder Verspielung einholen. Sehr gut. Jetzt reicht ich. Oh. Wegen der Baustelle, ne? Nächste Haltestelle, Berliner Brücke. Ich lasse noch ein Mensch mit drei fahren da.
Und dann habe ich eine lange gezogene Strecke hier. Und jetzt bin ich bei 40 Mann, ich kann mich 30 reinhalten. Okay, wir fahren doch nochmal einen anderen Weg. Jetzt kommen die Wächtingsstreiche und auf der Route der 381 die Berliner Streiche eingegeben. Na gut. Ich dachte, jetzt wird irgendwie ehrlich gemeint haben. Aber geht wahrscheinlich doch mal eine Abweichung. Ich habe auch schon mal überlegt, mit euch irgendwie die Straßenbahn zu benutzen, weil die funktioniert auch total mäßig. Aber hinten in Gelsenkirchen, in Buhr-Rathaus, gibt es eine kleine Stelle, da fehlt die Schiene. Und da würde dann meine Bahn sofort verschwinden. Deswegen wollte ich mit euch in Eppelinsee mal ein bisschen Straßenbahn fahren. Nur jetzt ist ja das Problem, dass alles weiß ist. Und somit einfach nicht schön ist. Vor allem, weil mir auf der Wiese auch auffahren muss, also quasi selbst auf Wiese fahre. Ich meine, vielleicht können wir probieren, einfach mal Schnee. Dann fahren wir einfach im Schnee. Komm. Wir tragen mal 8. Wie lange habe ich nur 5 Minuten? Ne, ich hielt 10,5. Also um 3 bin ich fertig. Wir fahren eigentlich von 90 Minuten geradeaus. Nochmal kurz ein kleines Kettchen da durch und dann. Nächste Haltestelle, Üchtingstraße. Nächste Haltestelle, Ernst-Kuzorra-Platz. Komm ich dran, ein Arzt fährt aber auch hier entlang. Was die da jetzt reingemacht haben. Oh, Regen. Aufgehört. Komm einfach mal lang, da ist noch ein bisschen Regen. Was ist denn noch Regen? Oh, jetzt ist noch Regen. Das hätte ich angehabt. Aber ihr läutet irgendwie gar nicht. Oder ich ein Bus da ein paar Texturen gespart wurde, um das zu modden, aber ist auch nicht schlimm. Der Regen in Omnit auch komisch. Der Regen verschwindet so ein wenig, bevor das Heimrichter die richtig da ist. Nein, wir wollen nicht vom Timer wieder getragen, weil wir gehen freiwillig. Nächste Haltestelle, Stadthafen. Hallo.
So, jetzt will man halt mal Tempo machen. 5 Minuten Verspätung, aber was ist das denn hier? So eine lange Strecke. Und trotzdem Verspätung. Läuft er eigentlich mit herum? Pumpt sich auf, geht runter. Da ist 6 Minuten Verspätung, mein Gott. Ich wollte doch nicht so lang machen hier. Das dauert immer, hat auch immer was, wie immer lange dauert mit den Verspätungen. Na warte, ich geht auf die 80, egal ob das 50 sind. Ah, nicht aus. Gott, ich sag. Einmal runter. 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 Muss nochmal durch die Schwachstraße fahren, bevor es einen Screenshot machen kann und als Profilbild machen kann. Weil da wird jetzt von außen so richtig dreckig an der Bus. Dann zeige ich auch nochmal gleich, wenn wir dann angekommen sind. Nächste Haltestelle, Willy Brandt Allee. Oh, das wäre richtig dumm, Willy. Die 11. Mal wieder eingeholt hier. Ich will 3,5 Minuten. Ich hole dich ein, Audi. Ah, die NE10 fährt direkt und wir machen mal den Schlenker nach rechts. Wieder gar keine aussteigen. Also, ganz hinten, ne? Also in der Mitte sind jetzt gleich ausgestiegen. Nächste Haltestelle, Sportparadies. Wird grün, wird grün. Oh, nur noch 0,9 Minuten. Jetzt bleibt sie wieder rot, ne? Für 2 Minuten noch. Thank you.
Diese Ampel muss sich erst richtig lohnen, wenn ich den Verkehr hochschalte. Und wenn ich den Verkehr hochschalte, dann stört man das Spiel wieder ab. Arbeitsspeicher wurde erhöht, wahrscheinlich ist die Grafikkarte noch nicht so gut und meine CPU noch nicht so gut. Ein von beiden. Oder beides natürlich, wenn du noch schlimmer. Ich habe noch einmal, wenn man die ganze auf Rot guckt. Rot ist ja richtig ermüdend, viel heller und freundlicher und strahlender. Ah, jetzt sind die Türen auch nicht. Hallo. Sehr viel gespannt, aber es umgeht halt wie sein muss. Man sieht halt einiges nicht. Ist auch sofort okay. Vollkommen okay. Zur Plus-Autobahn direkt. Nein, wir müssen noch einen Umweg machen über die ganzen Haltestellen natürlich. Die zweite Version. Ja, ich bin hier. Ich bin ein Freund von gern nicht. Vor allem, weil es hier die Leute nicht stört, wenn man hier gar nichts anhat. Blöde. Guten Tag. Nein, nicht liegen. Aber wenn ich hinten zu lange drücke, kommen wir vorne. Also, das ist immer hier positiver. Die, wenn ich jetzt hinten zulasse und die gerade hinten stehen, laufen sie mir nach vorne. Die Mercedes O530 fest, die stehen hinten und wollen auch unbedingt hinten einsteigen. Deswegen, da muss man immer wirklich auf den Wind einklappen. Wenn hier die Tür aber die laufen nach vorne. Da kann man die doch einfach so ärgern, die kommt, indem man die vorne die Tür aufmacht, die laufen nach vorne. Dann macht man die Tür wieder zu und hinten auch und wieder hinten, also immer so hin und her. So, mal gerade hinstellen. Die Außenkamera mache ich erst später an, wenn ich am Bahnhof, am Rad ankommen bin. Wir gucken, wie komisch das aussieht. Hallo, ich hätte gerne eine Fahrkarte. Einige Busse, die brauchen länger, bis sie zu komisch ausstehen. Aber der ist, glaube ich, erstmal nett. Die Masse haben sie nicht. Nee, vielleicht nicht. Kriegen sie zu wenig Gehalt oder warum kriege ich kein Geld? Ich krieg gar kein Gehalt. Ich habe doch gekauft für 3 Euro. Und der Bus hier ist auch kostenlos. Wobei doch, nee, Quatsch. Das Update ist kostenlos. Nächste Haltestelle, Lindemannsweg. Nächste Haltestelle, Pottenup. Nächste Haltestelle, Amfettingkotten. Nächste Haltestelle, Schweidnitzer Straße. Blaulampfbaum. Schön, was ist ein Gelenkbus? Okay. Da sind wir von 30 Minuten, aber bei solchen Farben kann man halt nicht kurz machen. Mir kann der irgendwie so weit bringen. Hier. Vor allem für die Hauptstraße, wo mir einmal rechts abgebogen sind und in der NE10 gerade ausgefahren werde.
damit man die Orientierung nicht mehr behalten kann. Und die NE11 wäre hier mit herumgeschickt. Nicht. Aber nicht gerade für die NE10 gewesen wäre. Aber hier sofort Bahn, hier ist gar kein Bahnsteig mittlerweile. Nächste Haltestelle, Schloss Berge. Hier haben wir auch keine mehr, auch gut. Rechts. Oh, ja. Geradeaus wäre die Linksabbieger Spur. Ja, toll, nur das ist reich. Wenn sie gerade gelesen haben. Schau mal, ich so eine Sache mal gucken muss, wo weiß man, mit dem FPS-Wert gut ist. Dann kommen wir noch immer noch die perfekte Einstellungssuche, dass quasi die Grafiknall sind, Sonneneffekt da ist oder nicht weiter. Und also, die ja am schönsten sind auch der Umgebung verkehrsanspielen, spielen, da es dann wirklich alle Linien zu finden sind. Bin ich dran? Nein, die muss ich nicht sehen. Ich möchte, sag mal, wie viel Mühe hat er gegeben, eigentlich vier Dreiecke zu bauen, ne? Toll. Nächste Haltestelle, Scharenweg. Da sein. Die vorletzte Haltestelle. Ja, da hab ich sogar verfrüht. Wenn es mir egal, ich beeile mich für euch, damit dass ich so lange mir das Video ist, eben weil ich gerade wieder, oh, was ist mir jetzt da drin? Warum ist das auf? Und jetzt ist es wieder. Nächste Haltestelle, Ruhr Rathaus. Die Linie endet hier. Ach so, die Haltestellenbremse ist genau derselbe Knopf wie die Türfreigabe hier nicht im Bus oder wie bei den Türverkommen ist.
erschreckt mich immer wieder, wenn es so plötzlich dunkel wird. Kirchen, die hängt sich viel mehr. Toll. So, dann hätte ich den Hänger nicht machen müssen. Ja, Mist. Da hätte ich jetzt den Hänger umfahren können. Also, jetzt Amazon, da kann man sich also mal selten zeigen, wie rum man lieber fahren möchte. Allein eine interessante Sache. In meinem PC bin ich wirklich immer hier diese Ecke, wo immer ein Hänger drin ist. Ich weiß immer, dass hier der Hänger kommt. Deswegen habe ich ein bisschen Notizzettel immer dran hängen. Dran denken, Kurve zum Gelsenkirchenburger Rathaus langsam fahren, weil mit hoher Geschwindigkeit und einmal hängt, dann gibt es einen Ruck an. Aber wenn ich dann fast stehe, dann kann es eigentlich ganz früh vor der Kurve noch hängen bleiben und dann die Kurve mitnehmen. Dann gibt es immer einen Ruck. Oh. Huh. Und ich bin so eine Hilfe mit der Kurve auf einmal der Hänger stand. So. Ich glaube, ich mache hier nicht irgendwie eine komische Kurve reich und einfach hier gleich hier vorne stehen. Dann bin ich auch nicht so hell. So, machen wir fahren mal aus. Das Wetter mache ich mir auch nochmal gerade auf normal. Ich sehe, zeigen das. Und hat er bloß was abbekommen? Ne, eigentlich, der ist ganz gut hier. Na gut, das war's dann. Ich hoffe, euch hat gefallen mit so einem, mit einer komischen Fahrt, wo es eigentlich mal rasen musste und wieder Pause war. Und sind ja jetzt doch 14 Minuten gewesen. Na gut. Spult, wie es euch gefällt. Wer zum Ende geguckt hat, dankeschön. Ich bin nämlich pünktlich angekommen. Alle, die früher durchgemacht haben, werden niemals erfahren, dass ich pünktlich angekommen bin. Übrigens, danke nochmal, das wird auch mal wirklich nochmal sagen. Ich danke euch nochmal, dass mein allererstes Real-Life-Video total bei euch angekommen ist und dass ich ein Video von 320 Klicks bekommen hat. Ich bin ja überrascht gewesen, dass das Bett bei euch angekommen hat, jetzt dieses umsetzt. Wirklich einige angucken, wahrscheinlich, weil die sich für einen eher interessieren als irgendwie eine umechte Situation. Dafür wollte man danken. Also, bis zum nächsten Mal bei Bus-Simulator 2016 in meinem Betrieb. Ciao.